Hallo, wir sind Biggie und Flo von phototravelers.de und stehen mitten im Wald, im Schwarzwald. Wir zeigen euch in diesem Video die schönsten Ausflugsziele im Schwarzwald, natürlich auch tolle Sehenswürdigkeiten. Und wir sind jetzt gerade schon in einem Highlight angekommen, nämlich in der Wutachschlucht, Deutschlands längste Schlucht. Viel Spaß mit uns mit diesem Video und wenn euch unser Kanal gefällt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, wir freuen uns drüber. Die Wutachschlucht im Hochschwarzwald gilt als der größte Canyon Deutschlands. Den schauen wir uns gemeinsam mit euch an. Wir starten am Wanderparkplatz, folgen der Beschilderung und laufen los. Die Schlucht ist bis zu 170 Meter tief und schlängelt sich etwa 20 Kilometer durch den Schwarzwald. Schaut mal, wir laufen hier am plätschernden Wasser entlang durch den Wald. So idyllisch. Die Wege sind ein abwechslungsreiches Auf und Ab. Mal folgen Treppen, dann geht es flach am Wasser entlang. Hier kann man die Seele baumeln lassen und sich entspannen. Je tiefer wir in die Schlucht hineinlaufen, desto mächtiger werden die Felswände, desto wilder wird die Schlucht. Auf der anderen Seite finden wir die Lotenbachklamm. Wir sind neugierig und folgen erneut dem Wegweiser, ebenfalls in den Canyon hinein. Diese Seite der Schlucht wirkt wie aus einem Märchen entsprungen. Eine dicke Moosschicht hat hier die Baumstämme überzogen. Farne wachsen wild am Wegesrand. Wir laufen auf verwunschenen Stegen. Auch die ein oder andere Baumwurzel wirkt wie aus einem Fantasiefilm. Unser Highlight? Ein malerischer Wasserfall, den wir nach einigen Minuten erreichen. Sieht das schön aus? Wir sind sprachlos. Der Schwarzwald zeigt sich hier wildromantisch und spektakulär. Wir sind jetzt noch in die Lotenbachklamm gewandert, ist nur 5 bis 10 Minuten vom Parkplatz. Also dieser magische Ort, Wahnsinn, oder? Also man denkt, man ist gar nicht mehr in Deutschland. Wahrlich märchenhaft mutet auch der nächste Ort an, an den wir euch nun führen. Wir stapfen durch den winterlichen Schwarzwald zu den höchsten Wasserfällen Deutschlands, den Triberger Wasserfällen. Man kann hier auf tollen Spazierwegen einfach entlanglaufen. Unser Tipp noch, nehmt euch vielleicht Grödel mit, wenn es ein bisschen eisig wird. Ansonsten, 160 Meter sind die Triberger Wasserfälle hoch. Die ergießen sich in Kaskaden runter und wir laufen jetzt hier an einem schönen Weg entlang. Im Winter sind die Triberger Wasserfälle besonders schön. Wenn sich zu den Wasserläufen noch Eis und Schnee dazu gesellen, wirkt es, als wäre man in einem Wintermärchen unterwegs. Gerade für Fotografen sind die Wasserfälle ein wahres Erlebnis. Wichtig, immer ein Stativ verwenden. So gelingen perfekte Aufnahmen. Die Wanderwege sind einfach, es geht immer leicht bergauf. An den Brücken und Stegen befinden sich tolle Fotomotive. In riesigen Kaskaden stürzt das Wasser herunter. Das Hauptmotiv befindet sich direkt am Eingang ganz unten. Hier seht ihr den größten und auch schönsten der vielen Wasserfälle. Über Stege erhaltet ihr verschiedene Perspektiven auf die riesigen Kaskaden. Die Triberger Wasserfälle sind auf jeden Fall ein Erlebnis. Nach Weihnachten findet hier der Triberger Winterzauber statt und da wurde schon alles vorbereitet. Ihr seht hinter mir schon einen Lichttunnel. Hier wird dann alles mit Tausenden von Lichtern erleuchtet und sieht bestimmt wunderschön aus. Also das noch als Tipp für euch. Geht her, wenn ihr das sehen wollt, denn dann wird hier alles leuchten. Sieht bestimmt ganz, ganz toll aus.
Nach den Wasserfällen laufen wir noch in den Ort Triberg hinein. Dort erwarten euch wunderschöne Fachwerkhäuser und echte Handwerkskunst. Was darf im Schwarzwald auch nicht fehlen? Genau, Kuckucksuhren. In unzähligen Läden findet ihr Uhren, handgemacht im Schwarzwald. Hier gibt es was ganz Besonderes, eine Uhr mit Swarovski-Steinen und goldenen Pandas. Einzelstück für 19.900 Euro. Und ganz wichtig natürlich auch hier in Chinesisch. Man weiß ja, der Panda ist in China sehr beliebt und ich denke, das richtet sich insbesondere an chinesische Touristen. Etwas außerhalb von Triberg finden sich sogar riesige Kuckucksuhren, so groß wie ein Haus. Wie etwa die größte Kuckucksuhr der Welt. Jede halbe Stunde öffnet sich das Türchen und der Kuckuck lässt seinen bekannten Ruf erklingen. Unser nächster Stopp ist das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach. Den Vogtsbauernhof könnt ihr neben vielen weiteren historischen Höfen erkunden. Und keine Scheu, einfach hinein in die gute Stube und dann steht ihr bereits mittendrin im Bauernhaus. Jetzt wird's aufregend im Freilichtmuseum. Hier ist auch einiges los. Hier sind wir jetzt im Vogtsbauernhof von 1612. Wow. Und Flo hat gerade schon gesagt, was hast du gesagt? Es riecht hier noch richtig verbrannt. Wir sind in der Küche. Mhm. Und ja, man, das ist Wahnsinn. Also, ihr müsstet hier sein und das riechen. Ihr erlebt hautnah, wie die Menschen im Schwarzwald vor hunderten Jahren gelebt haben. Das ist schon sehr faszinierend. Auf dem Gelände gibt es unzählige Arbeitsbereiche, wie etwa eine Brennerei. Dort lernt man, wie früher Schnaps gebrannt wurde. Hier darf man auch Schnaps probieren, was im Schwarzwald natürlich auch nicht fehlen darf. Und das ist ein Walnusslikör. Und das Mirabellenwasser. Von der historischen Säge geht es zu einem weiteren Hof. Dort wird vorgeführt, wie Apfelsaft gepresst wird. Den darf man sich dann abzapfen und verköstigen. Mega lecker. Wir erkunden noch weiter das Gelände. Das Freilichtmuseum wurde übrigens bereits 1964 eröffnet. Am Ende testen wir noch die Schwarzwälder Kirschtorte im Museumsbiergarten. Bei unserer nächsten Attraktion geht es hoch hinaus. Schaut mal, die Hängebrücke, die führt oberhalb des Wasserfalls entlang und man hat eh schon so eine grandiose Aussicht. Wow! Wir sind jetzt in Todtnau im Hochschwarzwald und laufen mit euch jetzt zu den Todtnauer Wasserfällen. Die sind sehr bekannt und sehr beliebt. Die schauen wir uns jetzt an. Wir folgen einfach der Beschilderung und tauchen ein in die wilde Natur rund um die unzähligen Wasserfälle. An einer Brücke vorbei erreichen wir die ersten Wasserläufe. Wie in einer Schlucht zieht sich der Weg auf Stegen bergauf. Hier ebenfalls der Tipp, Fotografen sollten ein Stativ mitnehmen. Am ersten größeren Wasserfall verweilen wir länger. Wir machen unzählige Fotos. Die seht ihr übrigens auf unserer Webseite phototravelers.de. Das Highlight ist jedoch der große Wasserfall. Mit 97 Metern Fallhöhe ist er Baden-Württembergs höchster Naturwasserfall. Die andere Perspektive auf den Wasserfall habt ihr von der Brücke aus. Wir haben uns jetzt hier die Tickets gekauft im Automaten. 12 Euro one way pro Person, inklusive dem Wasserfall, der 2,50 kostet. Aber ist schon preislich ganz schön heftig. Die Black Forest Line Hängebrücke
gibt es seit 2023. Mit einer Länge von 450 Metern und einer Höhe von 120 Metern ist Nervenkitzel garantiert. Na, würdet ihr euch trauen, hier in luftiger Höhe drüber zu laufen? Für uns als Bergziegen ist die Höhe gar kein Problem. Wir fühlen uns pudelwohl. Der Blick von der Brücke in den Schwarzwald ist gigantisch. Das Areal rund um die Tottenauer Wasserfälle war bis zum 18. Jahrhundert ein Abbaugebiet für Silbererz. Von der Mitte der Brücke aus haben wir jetzt nochmal einen grandiosen Blick auf den Tottenauer Wasserfall von oben. Die neue Hängebrücke im Schwarzwald ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Am Morgen stehen wir schon früh am bekannten Titisee. Er ist übrigens der wärmste See in Baden-Württemberg. Im Herbst färben sich ringsum die Bäume schön bunt. Beliebt sind auch die Schifffahrten auf dem kleinen See. Ihr könnt aber auch selbst mit dem Boot oder Tretboot auf den See fahren. Ein weiterer wichtiger See im Schwarzwald ist der Schluchsee. Er ist der größte im Schwarzwald. Ihr könnt einmal um den See herumwandern. Eine wunderschöne Stadt ist Freiburg. Vor allem bekannt durch das Freiburger Münster. Der Turm mit seinen 116 Metern ragt aus der Stadt heraus und ist das Wahrzeichen Freiburgs. Drumherum stehen schmucke Häuser. Neben dem Freiburger Münster solltet ihr euch auch den Weihnachtsmarkt in Freiburg ansehen. Die ganze Stadt leuchtet am Abend. Wir waren sehr begeistert. Die Buden ziehen sich durch die ganzen Straßen. An jeder Ecke gibt es tolle Sachen zu entdecken und natürlich auch viele Leckereien. Am Archäologischen Museum wurde der gesamte Colombi-Park illuminiert und es kommt eine tolle Weihnachtsstimmung auf. Unser nächster Stopp ist die bekannte Ravenna-Schlucht. Vom Parkplatz aus folgen wir der Beschilderung und erreichen zunächst das Hofgut Sternen mit Glasmanufaktur. Ein Restaurant ist ebenfalls vor Ort. Kuckucksuhren dürfen auch nicht fehlen. Das Highlight ist diese hausgroße Kuckucksuhr mit Figuren, die tanzen. Wir laufen weiter und gelangen zur Ravenna-Brücke. Dann geht es für uns hinein in die Ravenna-Schlucht. Bald schon erreichen wir die ersten Wasserläufe. Der Weg führt über Brücken und Stege durch den wildromantischen Canyon. Wir genießen die tolle Natur. Malerisch schlängeln sich die Wege durch die Schlucht. Nach 15 Minuten erreichen wir den großen Ravenna-Fall, das Highlight unseres Ziels. Die Allerheiligen-Wasserfälle sind ebenfalls eine tolle Attraktion im Schwarzwald. Ihr merkt schon, Wasserfälle gibt es hier genug. Wir laufen durch das mächtige Eingangstor. Die ersten Wasserläufe lassen gar nicht lange auf sich warten. Über Treppen geht es hinauf. Die Wege sind super ausgebaut.
Wir waren sehr begeistert von der Natur. Wow, welch eine Schlucht, welch tolle Wasserfälle. Die Allerheiligen Wasserfälle sind wirklich sehenswert. Übrigens kostenlos. Natürlich viele Treppen. Ich laufe hier gerade auch eine Treppe hinunter. Aber es lohnt sich. Und es sind wirklich nicht, also es sind glaube ich nur so 400, 500 Meter, die man reinläuft. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ort. Können wir euch empfehlen. Faszinierend ist auch das Gesicht im Fels, das man betrachten kann. Erkennt ihr eine Frau? Der Name der Allerheiligen Wasserfälle rührt übrigens von der gleichnamigen Klosterruine am anderen Ende der Schlucht. Jetzt geht es wieder hoch hinaus. Der Baumwipfelpfad im Schwarzwald bringt uns in Einklang mit den Bäumen. Die von euch, die uns schon länger folgen, wissen, dass wir Baumwipfelpfade lieben. Denn nie kommt man einem Baum oder auch einer Baumspitze so nah wie auf dem Baumwipfelpfad. Tief im Naturpark Schwarzwald, genauer auf dem Bad Wildbader Sommerberg, steht der Baumwipfelpfad. Und wer noch nie auf einem Baumwipfelpfad war, da gibt es erstmal einen langen Zuweg, so ja, hoch im Wald gebaut, auf Stelzen und auch immer wieder so kleine Adventures wie hier für Kids. Super spannend und natürlich auch für Erwachsene. 1250 Meter beträgt die Gesamtlänge des Weges. Am Anfang starten wir in 20 Metern Höhe. Wir laufen weiter inmitten der duftenden Baumkronen und dann gelangen wir zur eigentlichen Hauptattraktion, dem 40 Meter hohen Aussichtsturm. Der Baumwipfelpfad ist auch barrierefrei. Das heißt, man kann hier mit Kinderwagen und Rollstuhl losfahren und bis in die Spitze. Und hier ist ganz schön viel Kindergeschrei, denn hier ist so viel für die Kids geboten. Also perfekt für einen Familienausflug. Wie eine Spirale zieht sich der Weg nach oben. Im Inneren des Turms befindet sich sogar eine Rutsche. Damit könnt ihr die Abkürzung nach unten nehmen. Wir erreichen jetzt das Ende des Steges. Oben erwartet uns eine grandiose Aussicht auf den Naturpark Schwarzwald. Wir schauen hinunter auf Schwarzwaldtannen, die hier seit 100 Jahren stehen. Unten angekommen, laufen wir noch zu einer weiteren Attraktion. Hier auf dem Sommerberg gibt es eine Brücke, die Wildlein. Das Besondere an dieser Brücke, sie steigt zur Mitte hin an. Daher sieht man von einer Seite aus das andere Ende nicht. Über 58 Meter ist sie hoch und 380 Meter lang. In der Donauquellstadt Donaueschingen besichtigen wir die Donauquelle. Erbaut im Jahr 1875, gilt dieses Denkmal symbolisch als Quelle der Donau.
Direkt neben der Donauquelle steht das fürstlich-fürstenbergische Schloss. Eine Besichtigung bekommt man nur mit Termin. Als nächstes wandern wir mit euch auf den Feldberg. Auf den höchsten Gipfel im Schwarzwald fährt auch eine Gondel. Man kann aber auch gemütlich hinauflaufen. Über Treppen und Schotterwege geht es bis zum Bismarck-Denkmal, der erste Aussichtspunkt. Hier kommt auch die Bahn oben an. Weiter geht's zum Feldbergturm. Vom Turm aus habt ihr eine tolle Aussicht. Dort unten sind wir gestartet. Nach dem Turm laufen wir nun zum Gipfel. Der befindet sich neben dem Sendemast dort vorne. Und dann haben wir es geschafft. Wir sind am Gipfel des Feldbergs auf 1493 Metern, der höchste Punkt Baden-Württembergs. Wir bleiben in der bergigen Region. Auf den Hausberg von Baden-Baden fährt die Merkur-Bergbahn, die steilste Standseilbahn Deutschlands. Oben angekommen erwartet uns bereits von der Terrasse ein wunderschöner Ausblick. Wir steigen noch hinauf auf den Merkurturm. Hier liegen uns Baden-Baden und der Schwarzwald zu Füßen. Die Stadt Baden-Baden ist ohne Zweifel eine der schönsten Städte im Schwarzwald. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehört das Kurhaus aus dem 19. Jahrhundert mit dem bekannten Casino Baden-Baden. Direkt daneben liegt die beeindruckende Kurhalle. Aber auch sonst erwarten euch wunderschöne Häuser und Parks, sowie die bekannte Lichtenthaler Allee, die Flaniermeile des Kurortes. Jetzt zeigen wir euch noch weitere schöne Orte im Schwarzwald. Beginnen wir mit dem schmucken Örtchen Oberkirch. Überall sehen wir traumhaft schöne Fachwerkhäuser. Auf den Dächern und Fassaden stehen witzige Wetterfahnen. Besonders schön fanden wir den Kanal in der Stadt sowie die Hauptstraße. Natürlich haben wir hier auch ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte probiert. Im Mittelschwarzwald befindet sich der süße Ort Schiltach. Traumhafte Fachwerkhäuser liegen direkt am gleichnamigen Fluss. Besonders urig ist der Marktplatz, der umgeben ist von bunten Gebäuden aus dem Mittelalter. Am Brunnen wird gerade für den großen Bauernmarkt aufgebaut. Der ist berühmt im Schwarzwald und findet immer am dritten Sonntag im Oktober statt. Wir haben jede Ecke des Ortes bewundert. Im mittleren Schwarzwald liegt auch Wolfach. Als wir da waren, fand gerade Markt statt. Das schönste Bauwerk ist das riesige, mit Fresken bemalte Rathaus. Wir laufen hier an der mittelalterlichen Mauer von Villingen entlang. Die ist noch erhalten. Und jetzt schauen wir mit euch in die Stadt hinein. Die Doppelstadt Villingen-Schwenningen ist von der riesigen, gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtmauer umgeben. Das hier ist das Riedtor und eben noch eines der erhaltenen Stadttore. Und die Mauer führt wirklich ringsum. Wir sind nämlich einmal mit dem Auto ringsum gefahren und konnten sie sehen. Also schon ein toller Eindruck, wenn man hier in die Stadt reinkommt. Besonders fasziniert haben uns die schönen Häuserfassaden und Brunnen der Stadt. Das Villinger Münster mit seinen zwei unterschiedlichen Türmen haben wir uns natürlich auch angeschaut. Draußen vor dem alten Rathaus prangt noch der römische Reichsadler als Wappen. Neben der Kirche steht ein kunstvoller Brunnen. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wir beantworten natürlich alles. Und für mehr Infos schaut in die Beschreibung oder auf phototravelers.de.